Die Mannschaft von Twente Enschede spielt in derselben Besetzung wie in Düsseldorf. Dort hat sie ein großartiges Defensivspiel gezeigt. Heute aber muss die Mannschaft von Enschede stürmen, denn sie muss gewinnen. Gladbach genügt ein Unentschieden außer einem 0:0, denn auswärts geschossene Tore zählen in diesen beiden Endspielen doppelt. Das Wetter ist gut, der Boden trocken und das ist Dennis Weisweiler, der sich dazu entschlossen hat, Horst Köppel auf die Ersatzbank zu berufen. Sicher eine Überraschung für alle, denn Köppel war ja lange verletzt. Wimmer, Jensen, der kleine Simonsen spielt rechts außen. Die Gladbacher wollen mit drei Spitzen angreifen. Berti Vogt, Wimmer, Bonhoff und Wimmer. Erste Ballberührung für Heinkes, auch außerhalb des Spielfeldes. Klinkhammer. Das ist Surau. Der Vorstopper hat eine schwere Aufgabe gegen Jeuring. Da ist mit der Nummer 5 Tyson, Nationalspieler, war auch in Frankfurt dabei. Ein hochtalentierter Mann. Und Overwerch, der Vorstopper, auch in Frankfurt dabei. Diesen Ansturm haben die Gladbacher erwartet. Enschede ungeheuer heimstark, das wissen wir. Heinkes, Wimmer, der Querpass. Bonhoff, Heinkes, Danner, immer noch Danner, die Möglichkeit und Tor durch Simonsson. Gespielt sind genau 2 Spielminuten, schwere Abwehrfehler von Verteidiger van Iersel und die Borussen haben gekontert. Simonsen, der Torschütze. Und das ist natürlich fürs erste Mal beruhigend für Borussia Mönchengladbach, Trainer Spitz Kohn von Twente Enschede. Oranen, der Außenverteidiger. Sehr schöner Kopfball. Und es ist vielleicht wichtig für Sie zu wissen, dass die Rückennummern der Holländer nur vereinzelt etwas mit der Spielerposition zu tun haben. Sie wurden vor der Saison vergeben. Lassen Sie sich also nicht täuschen, wenn also der Mann mit der Nummer 4 bei Holland zum Beispiel rechts außen spielt. Jöring, Kopfballduell, Sieger, Palplatz mit der 10.
ein erfahrener Mann und der Spielmacher der Mannschaft. Hier ist er im Bild. Mit der 8 Verteidiger Oranen. Immer noch am Ball. Aber dieses frühe Tor hat die Mannschaft von Enschede natürlich auch nervöser gemacht, als man anfangs vermuten konnte. Konter über Jensen, Torhüter Groß, den Sie ja alle noch aus Berlin kennen. Jöring springt wieder höher als Surau. Die Borussen haben konsequent ihre drei Sturmspitzen vorne. Sie lauern an der Mittellinie. Jöring, der Mittelstürmer. Seudemar gegen Kleff. Seudemar mit der Nummer 11, ebenfalls Nationalspieler der Holländer, auch am vergangenen Samstag in Frankfurt dabei. Das ist Libero Drost. Mit der 7 Van der Waal am Ball. Sie merken jetzt schon, dass die Leute von Twente im Angriff nicht ganz so souverän sind als in der Defensive. Abspielfehler dieser Art, darauf warten die Mönchengladbacher. Vogts Zweikämpfe gegen Seudemar. Und Jöring jetzt. Seudemar. Und dann Bonhof. Heinkes wartet. Sein Gegenspieler heißt Van Irsel. Mit der Nummer 4, das ist der Rechtsaußen Bus. Bis jetzt klar zu erkennen, Enschede versucht es über den Sturmkeil Jöring, diesen breitschultrigen Mann, hohe Bälle in den Strafraum. Klinkhammer. Overweg, der Spieler mit dem Bart, der groß im Bild ist, hat gefoult, deshalb dieser Freistoß. Jensen. Heinkes wartet. Chance für Heinkes. Und 0:2. In der 9. Spielminute. Damit hat sicher niemand hier im Stadion gerechnet, auch sicher Sie nicht, meine Damen und Herren zu Hause.
Hier ist die Wiederholung und Sie sehen, dass Heynckes dieses Tor zwar nicht geschenkt, aber immerhin leicht gemacht wurde. Was Sie nicht sehen können, doch jetzt ist es im Bild, Surau, der Vorstopper, nicht verletzt am Boden. Das könnte natürlich ein bitteres Handicap für die Gladbacher werden. Doch jetzt ist schon Bonhoff bei Jeuring, dem großgewachsenen Mittelstürmer. Ich will Ihnen gerade sagen, was mit Surau passiert. Der Arzt ist bei ihm. Natürlich will er nicht aussteigen, macht auch Gehversuche. Der Freistoß muss ausgeführt werden. Man schaut noch ratsuchend nach der Auslinie. Dass Jensen am Ball geht, Overweg. Groß. Schuldlos an diesen beiden Treffern. Und nun wird der nächste Gladbacher an der Outlinie behandelt. Es ist Danner mit der Nummer 10. Er ist noch im Spielfeld. Es geht weiter. Libero Drost. Kleff gegen Jeuring. Jeuring mit der Nummer 9 ist sicher der gefährlichste Spieler der Gastmannschaft. Kontermöglichkeit, zwei Mönchengladbacher gegen vier Spieler von Twente. Heynckes läuft mit. Klinkhammer, Vogts, Simonsen, Jensen. Ja, da war ein Schnörkel zu viel. Jöring ist an Bonhoff vorbei. Jetzt gegen Wittkamp. Er zwingt keinen Eckball. Es ist Abstoß. Am Boden sehen Sie Wittkamp. Und mit der 13 macht sich jetzt schon Schäffer bereit, ins Spiel zu kommen. Denn Surau kann nicht mehr, das ist klar zu sehen. Die Einblendung Jensen ist nicht richtig. Es ist Bonhoff, wie Sie leicht erkennen können. Er hat bei diesem Zweikampf den Schuh verloren und das ist zu beheben. Aber der Verlust des Vorstoppers Surau ist natürlich bitter für die Mannschaft. Weißweiler am Spielfeldrand hat nun alle Hände voll zu tun, seine Spieler zu ordnen, wieder auch ein, ja, Surau scheint nun endgültig zu gehen mit der 13, also Schäffer. Ziemlich viel Hektik in dieser ersten Viertelstunde und meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte, wenn ich jetzt etwas öfters das Ergebnis nenne, ich nehme an, dass ständig Zuschauer dazukommen, von der Arbeit kommen. Enschede gegen Gladbach 0:2 durch Tore von Simonsen und Heynckes. Ja.
Offensivverteidiger Oranen, der einwirft, dann Seudema. Wieder Oranen. Boss, der rechts außen. Der erste Eckball des Spiels. Tyson bringt ihn herein. Es ist ein ziemliches Durcheinander jetzt im Strafraum. Die Holländer spielen alle Bälle hoch in den Strafraum. Die Abwehr der Gladbacher muss sich erst konsolidieren. Paar Platz. Fall Irsel. Dann Tyson mit der Nummer 5. Einer der besten seiner Mannschaft. Wieder Fall Irsel. Mit der Hand hat den Ball gestoppt. Boss. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, stand direkt daneben. Wundert mich. Unter Konter. Weisweiler hat folgende taktische Entscheidung getroffen. Er setzt jetzt Schäffer mit der Nummer 13 gegen den starken Mittelstürmer Jeuring an. Eine schwierige Aufgabe für den jungen Mann mit der Nummer 13. Jeuring. Und der zweite Eckball, Van der Waal. Jörings Kopfball vom eigenen Mann noch blockiert. Tyson. Sie merken, es ist mehr Kampf als Spiel, das ist ganz klar in diesem Augenblick. Die Holländer versuchen alles nach diesem erstaunlich klaren Vorsprung der Gladbacher von 2 Treffern. Ruhe ist noch nicht in dieses Spiel gekommen. Abseitsstellung von Jensen. Hofer-Ferch, dem der Ball heute sehr häufig vom Fuß springt. Ich habe ihn in Düsseldorf und auch beim Frankfurter Länderspiel stärker in Erinnerung. Oranen, der Verteidiger, und Hofer-Ferch. Über 1,90 groß.
Der Ball ist aber aus. Das Spiel, das Enschede im Augenblick spielt, heißt Alles oder Nichts. Die Deckung ist entblößt. Alle Spieler greifen an. Was sollen sie auch anders tun? 0-2 oder 0-3 spielt keine Rolle. Jetzt müssten sie, um überhaupt noch einmal ins Spiel zu kommen, schon Tore machen. Aber sie entblößen dabei natürlich ihre Abwehr. Sehen Sie wie jetzt, kein Abseits. Drost, der Libero. Heinkes Foul an Tyson. Großversammlung im Strafraum der Mönchengladbacher. Das ist Seudemar mit der Nummer 11, links außen der holländischen Nationalmannschaft, an dem einige Bundesliga-Vereine interessiert sind, unter anderem auch Berlin, wenn man ihn bezahlen kann. Van der Waal. Das ist alles mit Gewalt versucht, was die Leute von Twente jetzt machen. Das Spiel ist 21 Minuten alt. Spielstand Twente gegen Mönchengladbach 0-2 durch Tore von Simonsen und Heinkes. Jensen schneller als der Vorstopper Overweg. Catchergriff. Bonhoff. Jensen und Heinkes haben beide große Chance in diesem Augenblick. Handspiel, Vogts. Oranen, Overweg. Heinkes ist etwas ängstlich im Zweikampf, das sehen Sie. Drost schießt, der Stopper. Wiederholung, denn der Schiedsrichter ordnete noch die Mauer. Stellt sie noch 1,5 Meter zurück. Jensen spielt dann auch frei. Und Jensen ist wieder mit Simonsen zusammen im Ballbesitz. Ah,
vierte Chance für Gladbach. Jetzt wissen Sie, warum diese Mannschaft auswärts so erfolgreich ist. Zwei Spielzüge, schon ist die gegnerische Abwehr ausgespielt. Ja, dieser Vorsprung der Gladbacher von zwei Toren geht voll und ganz in Ordnung. Heinkes hat sich vorbeigekämpft, Freistoß. Am Ball ist Seudema. Schiedsrichter Paul Schiller aus Österreich hat bisher noch keine Schwierigkeiten mit den Mannschaften gehabt. Ein absolut faires Spiel, das den ganzen Baliou vergessen lässt, was vorher war. Jedes Mittel ist recht, die Gladbacher zu schlagen. Es wird die Hölle werden. Und das ist also wirklich keine Hölle bis jetzt. Nicht mal ein Fegefeuer. Die Trainerstudien, die ab und zu eingeblendet werden, dürfen Sie interessieren, meine Damen und Herren. Zu kommentieren braucht man sie nicht. Sie hören und sehen genauso viel wie ich. Sie sagen aber viel über das Spiel. Jeuring gegen Schäfer und Vogts. Das war eine ganz große Möglichkeit, die erste klare, möchte ich sagen, für Enschede. Tyson, er versucht das Spiel zu machen, auch mit Pässen zu öffnen. Dann kommen die Bälle alle hoch in den Strafraum. Sehr schön gemacht von Wimmer. Was man sich wünschen würde, etwas mehr Ruhe in der Abwehr der Gladbacher. Selbstverständlich ist es schwierig, den Vorstopper Surau zu ersetzen. Und das hat natürlich etwas dazu beigetragen, dass ab und zu Verwirrung hineinkommt. Simonsen
und Jensen. Rechts außen Boss gegen Wimmer. Wimmer, der wieder ein unglaubliches Pensum leistet. Seudemar am Ball. Jetzt lässt er ab und zu einmal seine Qualitäten aufblitzen. Und Oranen, der Verteidiger. Das ist gefährlich. Seudemars Fallrückzieher. Seudemar, die Nummer 11. Sie sehen die Szene noch einmal. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Leben hier ins Stadion. Die 23.000 Zuschauer haben natürlich viel mehr mit Twente, mit einem größeren Angriffsschwung und vor allen Dingen größerem Erfolg gerechnet. Solche Szenen machen die Zuschauer wieder wach und lassen sie hoffen. Aber Enschede müsste 3 Tore schießen, um den UEFA-Pokal zu gewinnen. Während die Kamera eben gerade Heinkes ohne Schuh gezeigt hat, versucht sich mit der Nummer 9 Jöring in einer kleinen Schauspieleinlage, bekommt dafür vom Schiedsrichter Paul Schiller aus Österreich die gelbe Karte. Er ließ sich fallen und tat so, als ob Schäffer ihn ganz schmählich behandelt hätte. Paul Schiller aus Österreich hat das richtig erkannt. Für solche schlechte schauspielerische Leistung erhält er mit Recht die gelbe Karte. Jöring. Der Ball wird wieder hoch in den Strafraum gebracht. Das ist das Rezept. Die Deckung der Gladbacher zu öffnen, das bisher aber in keiner Weise gelingen konnte, weil es einfach zu einseitig war, zu ideenarm. Jöring gegen Schäffer, der kann ihn nicht bremsen. Ein ungeheuer robuster Mittelstürmer, der mit allen erlaubten und manchmal auch ein bisschen unerlaubten Mitteln arbeitet. Mit ihm haben die Gladbacher Arbeit. Da ist er wieder am Ball, Jöring. Overwerch, der Vorstopper, der heute sicher nicht seinen glücklichsten Tag hat. Aber sowas ist natürlich auch Mangel an Konzentration und Nervosität beim Rückstand von 0:2. Enschede gegen Gladbach 0:2 durch Tore von Simonsen und Heinkes. Overweg. Aber die Gladbacher haben bisher noch keine Ruhe ins Spiel bringen können. Nein, das ist zu weit, selbst für Dauer- und Marathonläufer Wimmer. Ja, keine Ruhe im Spiel.
obwohl der Vorsprung beruhigen müsste. Ein sehr schöner Schuss von Van der Waal. Er ist der kleinste der Holländer. Der hätte genau gepasst. Ja, und das war wieder einmal der Kopfball von Joering. Noch 10 Minuten in der ersten Hälfte. Wimmer Danner. Klinkhammer. Jensen. Wieder Klinkhammer. Nein. Nein. Halber Schritt hat gefehlt. Seudemar. Abseitsstellung angezeigt, vom Schiedsrichter erkannt. Ja. Ein gutes Teamwork, das die Österreicher bisher zeigen. Schiller, Buzek und Karra, so heißt das Schiedsrichtergespann aus Österreich. Oh ja, festgehalten, Vorteil gelten lassen vom Schiedsrichter oder nicht? Nein. Ja, aber auf und davon, der Simonsen, und da hat Drost ihn mit beiden Händen festgehalten. Der kleine Däne hat ihm den Ball abgeluchst, regelrecht, blitzschnell. Und hat Drost ihn festgehalten. Seudemar und Joering sind die wirklich Aktiven in diesem Angriff von Enschede. Zwei Spieler, die mit dem letzten Einsatz fighten, vor allen Dingen Joering. Habe selten einen Mittelstürmer so kämpfen sehen wie ihn. Overfährt der Vorstopper. Bei ihm wechseln Licht und Schatten gleichermaßen, aber auch er gehört sicher zu den positiven Posten dieser Mannschaft von Twente Enschede, die in Holland durch die Kampfkraft und vor allen Dingen durch den Heimnimbus berühmt und bekannt ist. Dieser Heimnimbus, der heute zu schwinden droht. Oh,
Overweg. Oranen, der Verteidiger. Und Handspiel von Oran. Hat den Ball mitgenommen mit der Hand. Vor den Augen des Schiedsrichters. Schön, Danner. Wimmer. Und Jöring gegen Wittkamp. Dann Palplatz. Nicht so spielbestimmend wie beim Vorspiel in Düsseldorf. Palplatz. Fall Irsel. Und Jensen. Ja, und Jensen ist schnell. Ich glaube, den muss er schon festhalten, der Van Irsel, sonst ist der Jensen weg. Ja, ja, der Schiedsrichter gut und gerne Elfmeter geben können. Er hat den Vorteil gelten lassen, weil Jensen auch davon war. Das Foul war elfmeterreif. Aber so ist das nun mal. Glück muss man haben, auch als Schiedsrichter. Hier ist also Jensen praktisch vorher von den Beinen gerempelt worden. Schiedsrichter hat Pech gehabt mit dieser Entscheidung. Im Grunde genommen war sie richtig. Die Holländer haben gemeckert, deshalb werden sie hier mit einem Freistoß bestraft. Mit einem indirekten natürlich. Jawohl, die Gladbacher beginnen zu spielen. Noch 3 Minuten bis zur Pause. Spielstand Twente gegen Gladbach 0:2. Schiedsrichter hat etwas später auf Freistoß entschieden, auf Anzeigen des Linienrichters. Ich finde es richtig. Van Irsel. Boss gegen Klinkhammer. Oh, das war eine ganz große Chance. Tyson. Ja, Tyson. Und dann Jensen. 3 gegen 3. Overweg gegen Jensen. Was gibt das? Bonhoff hilft mit. Overweg bleibt Sieger. Van der Fall, der Mittelfeldspieler mit dem energischen, klaren Schuss.
Hier ist der Halbzeitpfiff. Und da die Gladbacher 5 glasklare Chancen hatten, die Mannschaft von Twente deren 2, meine ich, dass dieses Halbzeitergebnis stimmt. Enschede gegen Borussia Mönchengladbach 0:2 durch Tore von Simonsen in der 2. Minute. Der Schiedsrichter hat eine überraschend kurze Pause gemacht. Ich hoffe, dass alle ARD-Anstalten inzwischen wieder auf dem Gemeinschaftsprogramm gelandet sind beim Spiel Twente Enschede gegen Borussia Mönchengladbach. Enschede spielt von rechts nach links. Das für die, die sich jetzt erst zuschalten, in ganz dunklem Dress, die Mönchengladbacher ganz in weiß. Die Gladbacher führen mit 2:0 durch ein sehr schönes Tor von Simonsen in der 2. Minute mit einem Schuss aus etwa 11 Metern Entfernung. Das 2:0 besorgte Jupp Heynckes und Simonsen hat jetzt eine Chance gegen Overweg. Die Mannschaften sind unverändert in diese 2. Hälfte hineingegangen. Und Twente wird natürlich versuchen, mit aller Macht das Anschlusstor zu erzwingen. So früh wie möglich, wenn man überhaupt noch eine Chance haben will. Das ist typisch für das Stürmerspiel von Twente schon in der ersten Hälfte. Die Schüsse sind ungenau, gehen weit über das Tor. Nur wenn Van der Waal, der kleine Mittelfeldspieler, schießt, wird es gefährlich. Oder wenn Jöring, der gewaltige Mittelstürmer, Kopfballversuche startet. Heißen. Der Freistoß ist sehr schnell ausgeführt. Boss, der Rechtsaußen. Sie sehen es in der Wiederholung. Weisweiler kann seinem Rezept natürlich treu bleiben, aus der Defensive zu kontern. Er hat dafür die richtigen Leute, die schnellen Leute mit Simonsen, Jensen und Heynckes. Paul Platz, jetzt offensiver. Vogts, Simonsen, Overweg. Und da hatten sie wohl beide ein bisschen Angst durchzuziehen. Abstoß. Van der Waal hat sich immer noch nicht eingeschossen. Ich weiß nicht, was Trainer Kohn, den Sie jetzt im Bild sehen, in der Halbzeit seiner Mannschaft gesagt hat, in der Pause. Aber man sieht im Augenblick, dass Enschede das spielerische Element etwas mehr bevorzugt als das nur Kampfmoment in der ersten Hälfte.
Seudema. An Vogts vorbeikommen, das ist ihm vielleicht in drei Spielen, das ist das dritte Spiel innerhalb von wenigen Wochen, zweimal gelungen. Seudema gegen Vogts. Palplatz. Seudema. Verteidiger Oranen und Wittkamp, der eine sehr beachtliche Rolle im Abwehrzentrum spielt. Wimmer mit Heinkes zusammen. Ja, Jansen, Wimmer und die Möglichkeit für Heinkes, das 3:0. 3:0 für Borussia Mönchengladbach. Das zweite Tor von Heinkes. Hier ist es. Man meint, er kommt schon nicht mehr an den Ball und trotzdem hebt er ihn gefühlvoll in den Winkel. Das ist eine ganz große, eine fast sensationelle Leistung nach einer so schweren Verletzung. Das ist also das 0:3. Und wer jetzt noch jemand an Mönchengladbach zweifelt, da Enschede 4 Treffer zielen müsste, um den Pokal zu gewinnen, da ist wohl nicht mehr dran zu glauben. Im Bild haben Sie gesehen, dass sich bei Twente Mühren bereit macht. Mühren mit der Nummer 12. Wer rausgenommen wird, weiß ich nicht. Man könnte mir denken, dass dieser Treffer die Mannschaft von Enschede doch arg deprimiert. Und wieder ganz gefährlich. 3-4 Spielzüge, wenn Mönchengladbach nach vorne kommt, reichen, um den Gegner von einer Verlegenheit in die andere zu werfen. Wittkamp, bisher ein fehlerloser Ausputzer, muss man sagen, als Libero konnte er sich nicht betätigen. Seudema, Jeuring gegen Schäffer. Jetzt wird gespielt. Palplatz. Wie erstarrt war Torhüter Kleff. Wie erstarrt. Und es ist fast ein Wunder, dass dieser Ball nicht ins Tor rollte, als er auf den Fuß von Palplatz kommt. Es war auch absolut korrekt, was dort geschah. Also Pfostenschuss von Palplatz und die erste ganz große Möglichkeit von Enschede. Oranen, der Verteidiger, zählt auch zu den Unverwüstlichen in dieser Mannschaft.
Vogt zwar schon in Mittelstürmerposition gelaufen, Seudemar ist deshalb jetzt mal ohne seine Bewachung. Viel nutzt es nicht. Overweg, der Vorstopper. Seudemar. Und dann ist Endstation, wie so oft bei Vogts. Klares Foul von Bonhof an Paul Platz. Aber die angekündigten Rüpeleien sind wirklich ausgeblieben. Beide Mannschaften haben anständig gespielt, natürlich hart gekämpft, wie das um einen so hohen Preis zu erwarten ist. Der vierte Eckball für Enschede. Und die Möglichkeit für einen Steilpass zu Simonsen. Allein Simonsen gegen Drost und Heinkes. So brandgefährlich sind die Gladbacher und das macht ihnen so schnell keiner nach. Dieser schnelle Flügelwechsel und die entschlossene Ausnutzung jeder einzelnen Schussmöglichkeit, auch wenn sie nicht immer zu Treffern führt. Ein Spieleraustausch müsste jetzt eigentlich erfolgen, denn ich sehe mit der 12 Mühren, Sie sehen ihn auch. So noch das Rätselraten, wer herausgenommen wird. Ich nehme an, der rechts außen mit der Nummer 4, ja, Bus kommt vom Platz und für ihn kommt Mühren. Kläffner noch nicht im Tor zurück. Aber der Ball war einfach viel, viel zu gefühllos in Richtung Tor geschlagen. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, wenn ich das Ergebnis des Öfteren wiederhole. Es sind so viele Zuschauer, die sich jetzt erst einschalten, gerade nach Hause gekommen sind. Ich wiederhole also, Enschede gegen Mönchengladbach 0:3 durch Tore von Simonsen und zweimal Heinkes. Zum taktischen Konzept will ich Ihnen gerade etwas sagen. Die Holländer versuchen, Seudemar jetzt auf dem rechten Flügel einzusetzen, Bertie Vogts also nach links herauszuziehen. Der ist auch brav mitgegangen. Auf dem anderen Flügel spielt Mühren gegen Klinkhammer. So ist die Situation nach dem Spieleraustausch, damit Sie informiert sind. Abseitsstellung. Kein Abseits, kein Abseits. Danner, Heinkes läuft mit. Und der Kopfball ist im Tor. Dreimal Heinkes. Das könnte aus einem Fußball-Lehrbuch stammen, was Sie jetzt sehen, meine Damen und Herren. Aus einem Lehrbuch, schöner kann man nicht flanken, voller kann man einen Ball nicht mit dem Kopf treffen, überraschender kann man nicht angreifen.
Da sind Superlative wirklich in jeder Form angebracht. Was Mönchengladbach hier zeigt, ist moderner Fußball in Vollendung. In der überfallartigen Attacke und in der zweiten Hälfte auch weiter besonneneren und ruhigen Abwehr. 59. Minute nach fast einer Stunde 0:4. Unten sehen Sie oder haben Sie kurz gesehen das Interview eines holländischen Kollegen mit seinem Trainer Kohn, der die Schulter zuckte. Was soll er anders machen in diesem Augenblick, da seine Mannschaft 0:4 zurückliegt? Das ist, ich habe mal mitgeschrieben, Van der Waal, sechster Fehlversuch aus dieser Entfernung und das ist doch etwas zu viel. Wenn man 4 Tore erzielt hat, braucht man auf die Eckbälle nicht ganz so scharf zu sein. Das ist der erste Eckball für Borussia Mönchengladbach in diesem Spiel. Bonhoff. Jensen, Heinkes. Glänzende Abwehr von Toto Groß, den man wirklich nicht beneiden darf in diesem Spiel, weil er immer vor unlösbaren Situationen stand. Und Sie merken, wie ein solcher Vorsprung die Spieler beflügelt, wie sie sich freilaufen, wie leicht das Spiel ihnen fällt, den Mönchengladbachern, während die Beine der Spieler von Twente immer schwerer werden, ihre Erfolglosigkeit sie selbst deprimiert. Jeuring. Der Mann mit der Nummer 9, Abstoß. Jeuring in der zweiten Hälfte von dem jungen Schäffer durchaus beachtlich neutralisiert. Sicher auch deshalb, weil Jeuring doch in der ersten Hälfte sehr viel Kraft vergeudet hat.
Es gibt noch einmal einen Wechsel in der Mannschaft von Twente Enschede. Und zwar soll mit der Nummer 14 Achterberg ins Spiel kommen. Heraus geht Paul Platz, der restlos geschafft ist. Enschede hat also von seinen Austauschmöglichkeiten Gebrauch gemacht. Mönchengladbach hat in der ersten Hälfte auswechseln müssen, weil Surau verletzt wurde und für ihn kam Schäfer. Selten hat Drost hier mit der Nummer 3 die Möglichkeit, so mit nach vorne zu gehen. Das ist direkt eine Aufregung in der Abwehr von Twente. Wenn Mönchengladbach einmal blitzschnell angreift, dann laufen die Abwehrspieler wirklich wie verirrte Ferienkinder einher. Zu schnell, zu gekonnt, zu überraschend, zu wechselseitig sind diese Konter der Gladbacher. Bonhoff. Zwei Spieler verletzt, auf der einen Seite Verteidiger Oranen, auf der anderen Seite Heinkes, der einen Tritt in den Unterleib bekam, wenn auch ohne Absicht. Und das ist ein klares Foul von Seudemar gegen Schäfer. Also zwei Verletzte. Oranen wird noch außerhalb des Spielplatzes behandelt. Oranen, der Verteidiger, eingewechselt werden darf nicht mehr bei den Holländern. Die Mönchengladbacher sind komplett. Heinkes wieder okay. Bonhoffs Freistoß. Seudemar gegen Vogts. Jensen. Es wird weitergespielt. Nein, nein, nein. Ja, Abseits stand ganz draußen. Doch. Richtig, richtig. Ja, ganz draußen stand Jensen Abseits. Sie konnten es im Bild nicht erkennen. Schon absolut korrekt. Oranen scheint wieder mitmachen zu können, denn 10 Spieler hatte die holländische Mannschaft jetzt auf dem Platz für etwa 4 Minuten.
Beim Spielstand von 4:0 vor Borussia Mönchengladbach kommt es jetzt nur darauf an, dass sich die Gladbacher keine Verletzten mehr einhandeln, denn auf sie warten ja in der Bundesliga noch große Aufgaben, der Endspruch der Meisterschaft. Der Kopfball von Palplatz und zwei nicht ganz saubere Angriffsversuche. Der Holländer vom Schiedsrichter großzügig nicht geahndet. Vogts. Mühren und Achterberg, die zwei Spieler, die noch am frischsten sind, versuchen es jetzt einmal ohne Erfolg. Oh, das ist ein glattes Foulspiel, gestreckter Fuß, gestrecktes Bein von Achterberg. Das hat er wohl auch selbst eingesehen. Zum ersten Mal, dass die Abseitsfalle der Holländer voll funktioniert hat. Dann waren auch gleich drei Angriffsspieler der Gladbacher abseits. Aber ansonsten war von dieser berühmten Twente-Spezialität nichts zu sehen. Kuhn hat jetzt Zeit, in den nächsten Wochen darüber nachzudenken, wie sich eine Mannschaft zwischen alle Stühle setzen kann. Das ist Enschede passiert, in der Meisterschaft mit großen Hoffnungen gestartet, Vierter geworden. Das Pokalendspiel vor 8 Tagen gegen Den Haag verloren und nun im UEFA-Pokalendspiel hoffnungslos auf der Verliererstraße. Das ist bitter für die Grenzstädter aus Enschede, die sich so große Hoffnungen gemacht haben und nun dreimal zwischen den Stühlen sitzen. 15 Minuten zu spielen, 4:0 für Borussia Mönchengladbach, Torschütze Simonsen und dreimal Heinkes. Wimmer. Auch bei den Gladbachern ist jetzt der Wille da, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, möglichst nicht mehr allzu viel zu tun. Das kann man verstehen. Und wenn gleich noch ein Gladbacher Spieler auf den Platz kommt, dann werden Sie, meine Damen und Herren, sicher ein freudiges Wiedersehen feiern können mit Horst Köppel. Denn Köppel so lange verletzt, in solch einer Partie wieder dabei ist, würde ich ihm also ehrlich die 15.000 Mark Prämie mitgönnen, die der Pechvogel jetzt mitverdienen könnte, nachdem er all die Zeit ohne Sonderzulagen geblieben ist. Und ein Tor von Drost. Drost, Schuss 40 Meter, da muss Kleff die Schuld tragen, das kann man nicht anders sagen. Das 1:4 durch einen der besten und unermüdlichsten Leute von Enschede in der 76. Minute durch Drost, den Libero.
Ja, zwei Fehlschläge, bevor Vogt diesen Ball aus der Gefahrenzone schlagen kann. Nun ist Enschede noch ehrgeizig genug, das Ergebnis verbessern zu wollen. An einen Sieg wird man ja wohl nicht mehr glauben. Und das war Tyson, der in der letzten halben Stunde ziemlich untergegangen ist. Der junge Spieler mit der Nummer 5, den Sie jetzt noch einmal beim Schuss sehen werden in dieser Wiederholung. Aber die Wiederholung zeigt, dass der Ball doch weiter am Tor vorbei war. Und hier mit der 14 also Köppel. Das Spiel ist unterbrochen und Köppel kommt ins Spiel für Wimmer. Wimmer, der sicher an diesem Tag genug geleistet hat. Köppel zum ersten Mal am Ball. Da wird Bonhoff nochmal munter gemacht, kurz vor Schluss. Erzielt eine Ecke. Köppel am Ball. Ja, wieder Köppel. Bonhoff. Oh, Heinkes. Und Jensen nimmt ihm praktisch den Ball vom Fuß. Heinkes hatte schon Maß genommen. 10 Minuten. Enschede gegen Mönchengladbach 1:4. Gut gemacht von Kleff, sowohl die Faustabwehr in der Bedrängnis als auch dieses sichere Fangen des Balles.
Simonsen und Vogts bietet sich an. Jensens Fehlschuss etwa 8 Meter vor dem Tor. Die Holländer sind ehrgeizig genug, sich hier in den letzten Minuten von der Borussia nicht noch vorführen lassen zu wollen. Sie kämpfen deshalb ehrgeizig um jeden Ball, denn das können sie natürlich nicht ertragen, auf eigenem Platz erst einmal hoch zu verlieren und dann vielleicht auch noch spielerisch deklassiert zu werden. Das lässt der Ehrgeiz nicht zu, das ist doch verständlich, das ist eine gesunde und gute Profihaltung. Und deshalb versuchen sie es wieder. Tyson. Und der Eckball Nummer 7, nein, ja. Die letzten 5 Minuten laufen. Der Spielstand ist eingeblendet. Mönchengladbach als die weitaus reifere Mannschaft hat diesen Torevorsprung in jeder Beziehung verdient. Jensen, den Fall Irsel. Mühren, Van der Vaal und Achterberg. Ja, kein Abseits, denn Jensen stand in der eigenen Hälfte, als dieser Ball auf ihn zukam. Wieder kein Abseits. Heinkes gegen Tyson. Jensen, Elfmeter, glatt, gibt's nichts. Ja. Gibt's überhaupt nichts. Natürlich. Wenn uns die Kamera das nochmal zeigen kann, schauen Sie sich das an. Hopsa, ja. Ja, 1:5, trotz einer glänzenden Reaktion von Torhüter Groß, der die Ecke geahnt hat. Nein, der war nicht zu kriegen, der hatte noch Außeneffet der Ball. 1:5 und das ist doch schon eine sehr deprimierende und auch deklassierende Niederlage für die Mannschaft von Twente Enschede, die auf eigenem Platz hier so großartig gespielt hat bisher immer. Die Dukla Prag 5:0 besiegt hat, die Juventus Turin hat aussteigen lassen, hier 3:1, die den belgischen Meister besiegt hat und nun hier im Endspiel eine so bitterböse Lektion bekommt von einer Borussia, die halt in jeder Beziehung eine Klasse, das muss man diesmal sagen, besser ist. Ofer wäre einer der Unermüdlichen.
Hier unten wird bereits alles zur Siegerehrung bereit gemacht. Und da ich weiß, dass wir bis 45 auf dem Sender bleiben dürfen, bekommen wir vielleicht die Pokalüberreichung noch mit. Jede Sekunde muss das Spiel zu Ende sein. Ich schaue auf die Stoppuhr. 15 Sekunden noch. Dann hat Mönchengladbach einen großen spielerischen und kämpferischen Triumph vollendet. In diesem Augenblick heißt der neue UEFA-Pokalsieger Borussia Mönchengladbach. Es ist die erste deutsche Mannschaft, die den UEFA-Pokal gewinnt. Und es ist eine besondere Freude für die Gladbacher, dass sie diesen Pokal auch noch in ihrem Jubiläumsjahr gewinnen, denn der Verein wird 75 Jahre alt. Der Pokal wandert vom TV Feyenoord Rotterdam jetzt nach Mönchengladbach. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses große Ergebnis die Gladbacher auch weiter beflügelt in den Spielen der deutschen Meisterschaft. Es ist eine Riesenfreude für alle Spieler natürlich und auch für ihren Trainer Hennes Weisweiler, denn Weisweiler hat wirklich immer und immer wieder neue taktische Varianten, die den Gegner überraschen und die diesmal die Mannschaft von Enschede völlig aus den Partien gekippt haben. Der übliche Trikottausch, die Schlachtenbummler aus Mönchengladbach. Ein Endspiel, das sich sehen lassen kann. Ein Jubiläumssieg, den man den Gladbachern gönnt, die dann den Pokal von Herrn Schmiedlin aus der Schweiz bekommen werden. Aber ich nehme an, dass das noch einige Minuten dauern wird. Und deshalb, meine Damen und Herren, muss ich zurückgeben ins Funkhaus mit dem letzten und abschiedenden Bild von einem glücklichen Trainer Weisweiler mit Berti Vogts, der Achse und Seele dieser Mannschaft mit Bonhoff und all den anderen. Es gibt übrigens keinen Jubiläumszug in Mönchengladbach. Die Mannschaft feiert heute Abend hier. Da ist der Pokal und damit verabschieden wir uns aus dem Stadion in Enschede und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.